Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Immortals Phoenix Rising. Finde den Apfel der Zwietracht ist unsere aktuelle Hauptaufgabe. Ja, ich meine, prinzipiell haben wir das Ding schon gefunden. Wir müssen den Apfel nur noch freischalten mit so einem Mini-Apfel. Ja, und einen davon holen wir uns jetzt einfach mal. Ich meine, da vorne liegen ja mehrere rum. Ach so, Moment, bevor wir weitermachen. Ich wollte das Design meiner Rüstung mal wieder ändern. Was nehmen wir denn mal? Rüstung des Neu-Olympias. Wie wäre es denn damit? Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Da, genau. Ja. Einfach, um da mal so ein bisschen Variation reinzubringen. Waffendesigns und so, die lasse ich jetzt erst einmal gleich. Sehr schön. Also wir haben auf jeden Fall genug Äpfel, ist die gute Nachricht. Na komm schon! Ziel! Sauber! Und das war's schon! Oh, und eine neue Fresco-Herausforderung. Ja, wobei, ich kümmere mich jetzt erstmal ganz kurz um den kleinen Apfel. Ich denke mal, es ist wahrscheinlich egal, welchen wir nehmen. Oder? Muss es irgendwie ein besonderer sein? Okay, ist wurscht. So, jetzt gehen wir aber trotzdem nochmal auf die andere Seite. Oh, da oben ist auch noch irgendwas. Ah, wobei, sieht sehr deaktiviert aus. Ah. Ach, Schieberätsel. Warum Schieberätsel? Ach. Nicht unbedingt meine Stärke. Okay, also die beiden hier, die müssen wahrscheinlich nach oben. Die Frau muss auch nach oben. Das unter die beiden und das muss rechts daneben. Kann das sein? Ja. Okay. Okay, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ansonsten probiere ich einfach so lange rum, bis es funktioniert. Da kenne ich nichts. Moment, erst einmal vielleicht die beiden hier nach links, ne? Das macht Sinn. Genau, okay. Dann. Moment, das hier muss auch nach links. Nee, Moment. Moment, 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 ich komme gleich drauf. Also, Moment, das hier nach unten, wie wär's denn damit? Okay. Jetzt hier die Position tauschen. Ach, wahrscheinlich könnte man es auch viel, viel effizienter machen als ich, aber wie schon gesagt, ich bin einfach nicht so begabt da drin. Die Dame muss ja noch nach oben. Okay, das war jetzt ziemlich dämlich, glaube ich. Kann ich die Position hier von den beiden noch tauschen? Ja, ne? Ja, okay. Also war wirklich jetzt sehr, 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 sehr ineffizient das Ganze, aber immerhin habe ich das Rätsel gelöst. Ich glaube, ich hätte das auch in der Hälfte der Züge schaffen können. Na wurscht, Leute, Hauptsache wir haben das Rätsel geschafft. Whatever! Sehr schön. Und da vorne haben wir auch schon unsere Belohnung. Wir kriegen. Weitere Münzen. Zwei Stück nur. Oh, Meisterwerksammlung. Herausforderung abgeschlossen. Sehr schön. Ja, dann gehen wir hier noch ein bisschen weiter, ne? Hm?
Eros, das Muttersöhnchen, macht, was Aphrodite befiehlt, wie einst, als er Helene mit seinem Pfeil angeschossen hat, um die Abmachung mit Paris einzuhalten. Ob Phönix die Macht eines Pfeiles an der Statue der Helene ausprobieren wird? Ja, ich glaube, das wird er. Ja, vermutlich müssen wir einfach mal wieder so eine Kiste da draufstellen, ne? Kann das sein? Also, sieht jetzt nicht hochkomplex aus hier. Und? Und jetzt? Ach, Moment, dieses Ding hat sich jetzt hier aktiviert. Die arme Helene. Nachdem Eros Pfeil sie getroffen hatte, war sie völlig machtlos und musste ihren Mann Menelaos von Sparta für Paris verlassen. Abgeschlossen. Das ging ja schnell. Sehr schön. Ja, dann rollen wir doch mal ein bisschen den Apfel. Wir haben hier auch definitiv noch diese Sternbildgeschichte. Das machen wir dann auch. Ich würde sagen, wir kümmern uns mal kurz um den Apfel. Wahrscheinlich kommt dann noch irgendwie eine Story-Sequenz oder ähnliches. Das ist aber auch ein Apfel. Alter Schwede. Wo sind wir hier? Bei Pikmin? Ja, wobei bei Pikmin gab es keine riesen Äpfel. Da waren einfach nur die Figuren und die Pikmin sehr, sehr klein. Er sieht aber köstlich aus. Du magst Paris Macht angeboten haben, Hera. Aber es reicht dir nicht, um den Apfel der Zwietracht zu gewinnen. Natürlich nicht. Das war gar nicht sein Ding. Paris wollte keine Macht. Er wollte Liebe. Muss ich den jetzt ganz runterbringen? Ach, jetzt sind wir wieder bei diesem deaktivierten Tor. Beziehungsweise eher... Wenn Paris den Trojanischen Krieg erahnt hätte, hätte er vielleicht lieber deine Weisheit der Kriegsführung im Austausch für den Apfel gewählt. Aber, ach. Oho, ein Zeitparadoxon. Wow, du bist klüger, als ich dir manchmal zugestehe. Oh, ich bin kurz eingenickt. Was hast du gerade gesagt? Vergiss es. Was wollte ich gerade sagen? Genau, aktiviertes Tor beziehungsweise... deaktiviertes Tor beziehungsweise aktiviertes Tor, denn da unten haben wir dieses rote Strahlenfeld, whatever. Aber ich habe auch gerade schon gesehen, wie man es ausmacht. Wie weit... Ah. Der Apfel der Zwietracht. Der hat uns in Hades Küche gebracht. Drei Göttinnen im Kampf darum, die schönste zu sein. Ah. Aber unser Held wusste, dass der Apfel für Aphrodite mehr bedeutete als pure Selbstvernarrtheit. Deswegen musste sie ihn gewinnen. Ach ja? Was dachte Phönix denn, wofür er steht? Freiheit. Sehr schön. Kehre zu Aphrodite zurück. Ich wollte gerade schon laut fragen, wie lange ich den Apfel noch schieben muss. Aber das hat sich ja dann erledigt. Okay, dann machen wir jetzt erst einmal die Sternbild-Herausforderung. Ich meine, so ein bisschen haben wir da dran ja schon rumgewerkelt. Genau, also hier vorne hatten wir eine Perle gefunden. Wie viele haben wir insgesamt? Ich muss noch einmal ganz kurz rekapitulieren, was wir hier schon getan haben. Okay, also drei Stück brauchen wir noch. Wir werden da wohl irgendwie drei Kugeln noch finden. Also da vorne ist noch eine, da bin ich mir aber immer noch nicht so ganz sicher, wie ich die öffnen soll. Denn ich habe hier nirgendwo Kohl gesehen. Also an irgendeiner Stelle in diesem Gebiet muss man Kohl finden können. Wir können ja einfach mal so ein bisschen die Wege ablaufen. Also ich denke, früher oder später werden wir wahrscheinlich Kohl dann auch sehen. Ja, wobei, eher nicht. Oh, oder? Moment. Doch, okay. Oder? Doch. Alles gut. Dann war das ja doch nicht so schwer. Ja, vielleicht... Befindet sich die Lösung
zur Öffnung der jeweiligen Muschel auch immer genau in der Nähe. Das könnte ich mir auch vorstellen. Also, dass man nicht sehr, sehr weit laufen muss, um die Muschel halt aufzukriegen. Aber ich denke mal, die Entwickler waren an der Stelle auch nicht ganz so fies, tatsächlich. Sehr schön. Boah, aber wo könnte denn hier noch so eine Muschel sein? Oder eine Perle, die irgendwo draußen rumliegt? Das ist jetzt natürlich die nächste gute Frage. Wo lege ich das Ding denn jetzt hin? Hier hin, ne? Nee, eine Reihe weiter drüber. Genau. Sehr schön. Boah, ja. Wo könnte hier noch was sein? Was ist denn hier zum Beispiel? Okay, gar nichts. Wo waren wir denn schon überall? Waren wir schon da hinten? Also hier oben hatten wir auf jeden Fall schon eine Kugel gefunden. Ich meine, da war in dem Gebäude ja eine drin. Das war das mit diesen komischen Fässern, glaube ich, beziehungsweise Töpfen, die ich kaputt schlagen musste. Genau. Ach, wisst ihr was? Wir klettern jetzt einfach mal nach oben, würde ich sagen. Und dann schauen wir uns von oben ein bisschen um. Und wir werden schon irgendwo noch so eine Perle entdecken. Also was Besseres fällt mir jetzt ehrlicherweise nicht ein. Übrigens sehr, sehr schön mit den Blumen hier an der Seite, oder? Ah, schaut mal, okay. Da haben wir schon direkt eine. Ach so, da ist ein Schalter, okay. Hä? Ach, okay, nacheinander wahrscheinlich. Ah, Moment, dann mache ich es nochmal von vorne. Super einfach. Ja, dann gehen wir gleich vielleicht noch ein bisschen weiter nach oben. Und halten die Augen offen. Wie komme ich denn jetzt hier runter eigentlich, ohne Schaden zu nehmen? Oder kann ich die Kugel schmeißen? Vielleicht geht die auch gar nicht kaputt. Nee, die ist undestroyable. Nein, die Kugel! Oh nein! Warte doch mal eben. Sieht übrigens voll schön aus, wenn die rollt. Gefällt mir eigentlich. Warum soll ich die schleppen? Die rollt von selber runter. Mois! Okidoki. Also genau links daneben. Zack. Und jetzt noch eine einzige Kugel. Ja, wie schon gesagt, also wir gehen jetzt nochmal weiter nach oben. Und dann schauen wir uns da einfach mal ein bisschen um. Genau, vielleicht ist da oben auf dem Gebäude auch noch was drauf. Abgesehen davon könnte es natürlich rein theoretisch auch sein, dass hier noch irgendwo Schätze verborgen liegen. Ich meine, das Gebiet ist ziemlich groß. Eigentlich zu groß, als dass da nicht noch etwas versteckt wäre, finde ich. Also, ich meine, in dem Spiel ist ja sowieso an jeder Ecke eigentlich was versteckt. Okay, also hier haben wir schon mal nichts. Ach, Moment, oder ist es hier der Teil, wo ich den Apfel geholt habe? Ja, okay, okay, okay. Jetzt dauert das nur ein halbes Jahr, bis ich oben auf dem Gebäude drauf bin. Ja, keine Sorge, wir haben noch genug Pilze, um hier unsere Ausdauer ein bisschen auszugleichen. Aber ich muss auch mehr Pilze sammeln, also ich meine... Richtig viele Ausdauertränke habe ich jetzt ehrlicherweise nicht mehr. Oh, ich komme gar nicht höher. Okay, man kommt da gar nicht hoch, glaube ich, ne? Ich kann mich hier nirgendwo draufstellen, glaube ich, um mal eben meine Ausdauer zu regenerieren. Oder kann ich da stehen? Ah, doch, hier kann ich stehen. Sehr schön. Oh. Ja, da oben ist aber nichts. Also ich meine, man erkennt es schon. Also da steht jetzt nichts.
Vielleicht kann ich in der Luft. Moment. Wir haben doch diesen komischen Angriff mit den. Mit den Speeren. Wenn ich den in der Luft benutze. Okay. Aha! Okay, schaut mal, da kommt man wirklich deutlich höher mit normal. Also bitte, da können sie mir jetzt auch irgendeine Belohnung noch geben. Oh nein, da ist wirklich nichts. Das geht's doch gar nicht. Komplette Zeitverschwendung. Nein! Ja, okay, gucken wir uns wenigstens noch kurz um. Da vorne leuchtet noch was. Aber wo ist denn jetzt die letzte Kugel? Keine Ahnung. Na, vielleicht gehen wir gleich doch nochmal nach unten. Dann würde ich sagen, fliegen wir jetzt wirklich erstmal ganz kurz darüber. Mit unserem schönen Beschleunigungsflug. Das könnte eine Truhe sein oder es ist einfach nur ein Windstrom nach oben. Beides möglich. Ach, es ist ein Windstrom, das gibt's doch gar nicht. Oder eine Windströme. Aber Moment, schaut mal, dahinter ist noch was. Aha! Zumindest haben wir ja noch eine Herausforderung gefunden. Das ist doch schon mal die halbe Miete. Ach, da ist ein Gewölbe drin. Aha. Was bringt denn der Schalter hier? Ich sehe keinerlei Veränderung. Ja, wobei, es ist natürlich schön, dass wir hier ein Gewölbe haben, aber im Endeffekt werden wir da selbstverständlich diese Kugel auch nicht kriegen. Trotzdem, wie schaltet man das denn hier frei? Ach, oder... Ah, Moment. Oder muss ich beide Schalter gleichzeitig aktivieren? Kann das sein? Ja, genau. Deswegen macht wahrscheinlich auch ein Schalter nichts. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich muss ich beide beschweren, beide Schalter, und dann wird sich da das Tor öffnen. Dann müssen wir nur noch irgendwas zum Beschweren suchen. Was haben wir denn hier oben zum Beispiel? Nichts! Sehr schön. Ich brauche einen Stein oder sowas. Ein großer Stein würde reichen, den könnte ich klein hacken. Das kann doch gar nicht wahr sein, dass hier nirgendwo was zum Beschweren liegt. Das gibt's doch gar nicht. Oder muss ich jetzt echt so einen blöden Apfel von oben holen? Ich meine, das ist natürlich jetzt die Alternativlösung. Ah, Gegner, Gegner, Gegner. Ist hier Steine? Nee, auch nicht. Okay, dann machen wir jetzt kurz die Gegner fertig. Das geht ja ruckzuck zum Glück. Und dann würde ich sagen, gibt es mal ganz kurz einen Cut. Ich werde mal eben so ein bisschen im Kreis laufen und ein Gewicht suchen. Ja, damit der Part jetzt nicht irgendwie nur 8 Stunden aus Sucherei besteht. Also ein kurzer, pfiffiger Schnitt. So, liebe Leute, das Einzige, was ich gefunden habe, also gefunden in Anführungszeichen, sind diese Äpfel. Keine Ahnung, also ich habe hier nichts in der Nähe gesehen, wie ein Stein oder ähnliches. Deswegen habe ich jetzt einfach nach und nach ganz gemütlich die Äpfel hier runtergetragen. Und die funktionieren auch, beziehungsweise mit den Äpfeln funktioniert dieses Rätsel. Also man muss 2 Äpfel auf einen Schalter legen. Hat übrigens recht lange gedauert, die hierher zu tragen. Und dann... Nice, haben wir es schon gelöst. Also da wäre auch eine Kiste gewesen, aber keine Ahnung, wie ich an diese Kiste drankommen soll. Ah, Hauptsache es funktioniert. Vielleicht hätte man die Kiste irgendwie von oben holen können oder so, aber ich habe auch kein Loch gesehen. Wo ich die Kiste hätte durchziehen können. Null. Na wurscht. Sicherheitshalber mal dazwischen legen. Damit das Tor nicht wieder zugeht. Und jetzt kümmern wir uns aber erst einmal weiter um diese Perlengeschichte. Nicht Perlengeschichte, sondern um diese
Sternbild-Challenge. Aber am Anfang des nächsten Parts können wir dann direkt in das Gewölbe da vorne gehen. Würde ich jetzt einfach mal vorschlagen. Glauben die Olympia, eine jämmerliche Armee von Halbgöttern hält mich auf? Ja. Diesem Kampf da unten, dem weiche ich jetzt auch erstmal aus. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir die letzte Kugel hier nicht finden. Das kann doch nicht so schwer sein. Vor allen Dingen, es ist schon wieder Tag. Und der legendäre Hahn ist wahrscheinlich wieder da. Kann es sein? Oder sind das normale? Ne, es sind Standardhähne nur. Ah, Moment, da unten ist was. Aha. Krass, die Muschel habe ich das letzte Mal einfach nicht gesehen. Ja, und jetzt? Da vorne ist, glaube ich, irgendwas. Ist da ein Durchgang oder sieht es nur so aus? Nee, ah, da ist ein Durchgang, da kann man durch. Nee, doch nicht. Hä? Hä? Ach, Moment, oder ist da... Ist da ein Schalter oder bilde ich mir das ein? Ah, okay, okay, okay. Alles gut, alles easy. Sehr schön, dann war das auch, glaube ich, die letzte Kugel. Und damit haben wir das Rätsel gelöst und wir sollten natürlich auch wieder eine recht nette Belohnung dafür bekommen. Hoffe ich jetzt einfach mal. War schon relativ viel Aufwand, tatsächlich diese Kugel zu holen, ne? Oh, unglaublich. Dafür haben wir uns das Gebiet noch ein bisschen angeschaut. Und wir bekommen 12 Münzen. Meine Genialität war weithin bekannt. Doch dann ersann ich einen Weg, wie Menschen fliegen können. Und stolz ließ ich meinen Sohn, das Licht meines Lebens, die Flügel benutzen, die ihn sein Leben kosteten. Denn wie sollte eine Erfindung des großen Daedalus versagen? Doch, mein König, ich habe versagt. Aha, interessante Geschichte auf jeden Fall auch, rund um diesen Daedalus. So, das heißt, liebe Leute, jetzt gehen wir erst einmal schön zurück zu dem Gewölbe. Wo war das denn? In die Richtung, glaube ich, ne? Hätte ich mir das mal markieren sollen. Aber wobei, andererseits, oben auf dem Kompass, ist das das Gewölbe, was ich freigeschaltet habe? Könnte sein, ne? Ja, das ist das. Sehr schön. Genau, also dann gehen wir zum Gewölbe und dann werden wir dieses Gewölbe im nächsten Part besuchen. Und dann können wir ja im nächsten Part auch zurück zur Aphrodite, würde ich einfach mal vorschlagen. Einfach damit wir ein bisschen die Story mal vorantreiben. Denn da bin ich ja durchaus auch ein bisschen nachlässig tatsächlich die ganze Zeit. Einfach weil mich der Rest von dem Spiel so unglaublich begeistert. So, liebe Leute, also Leute, also ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Let's Play Immortals Phoenix Rising. Euer Huxel, ciao.